Hallo, ihr Lieben, Alexander Lukas aus Deutschland hat folgende Frage ihn beschäftigt. Seit geraumer Zeit der Tempel des Salomo, den wir aus dem Alten Testament kennen. Und er würde gerne wissen, welche Funktion hat er für uns als Christen? Welche Funktion hat er im Altertum? Gibt es dazu irgendwas zu erzählen? Der Tempel Salomo wurde vor ca. 3000 Jahren errichtet und war über die Zeiten hinaus eine Mysterienschule. Eine Mysterienschule, die die Siegel Gottes lehrte, in der natürlich damals hauptsächlich jüdische Priester eingeweiht wurden in das Wissen um die Siegel Gottes, exakt um sieben Siegel Gottes, die im Tempel mitgeteilt wurden. Die sieben Siegel Gottes beschreiben das, was wir heute den Regenbogenzyklus nennen, den Weg durch die Chakren, die Schöpfungsaspekte Gottes darstellen und so auch Siegel Gottes. Der Weg durch die Chakren ist ein moderner Ausdruck. Die Siegel Gottes wurden sie früher genannt und es ist der Weg der Schöpfung, der Weg des Menschseins aus dem Getrenntsein in die Einheit, wobei die letzten Siegel erst heute sich erlösen, erst heute wirklich verstanden werden können. In dieser Zeit des goldenen Zeitalters erwachen sie neu, das Wissen um sie erwacht neu in uns selber. Die Schulen haben damals unter Salomon und seinen Nachfolgern um die ersten sechs Siegel lehren können. Das Wissen um das siebte Siegel ist das siebte Siegel der goldenen Zeit, das heißt jetzt sich öffnet, um den Menschen das Wissen zu bringen, wie sie Schöpfung aus dem Himmel direkt auf die Erde manifestieren können. Insofern hat es eine durchaus Verbindung zur Neuzeit, eine Verbindung zu unserem christlichen Ursprung. Natürlich auch, weil wir im Sohn Gottes, in Christus Schöpfung erfahren, Unmittelbarkeit des Göttlichen, wie es sich auf der Erde ausdrückt. Und wir erinnern uns heute mehr und mehr an zahllose Wunder der Schöpfung, die Jesus in seiner Zeit vollbracht hat, die deutlicher Ausdruck sind, dass die Siegel Gottes durch ihn wirkten. Also seid gespannt darauf, wie sie in euch wirken, wie sich das Wissen in euch offenbart, wie ihr Zeuge werdet der Schöpfung des Göttlichen.